Hey Freunde, was geht, euer Wizard am Start? Und heute geht's um ein spezielles Video über meine Schizophrenie. Ich habe schon mal in einem Video erwähnt, dass sich das Ganze, die psychotische Manifestation, wie ein Hamsterrad dreht und das wird immer langsamer. Aber dabei muss man bedenken, dass es gibt mehrere Phasen, Stadien bei einer Schizophrenie, sagen wir mal. Mehr Phasen, es ist eher eine Phase. Da haben wir zum Beispiel die aktive Phase, unwohliges Gefühl, Wahngedanken und so. Vielleicht Stimmen von außen hören, die was andere gar nicht sagen, aber Halluzinationen grundsätzlich. Und es gibt drei Phasen. Da wäre zum Beispiel die kognitive Phase, die kommt meistens nach der aktiven Phase. Und jo, auf jeden Fall gibt es dann noch die Residualphase, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das ist quasi der Vorbote der aktiven Phase. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich war jetzt ein paar Tage lang ziemlich sicher in der aktiven Phase. Vielleicht bin ich immer noch ein bisschen, aber durch die ganzen Sachen, die ich mache, die was mir gut tun und auch das drüber reden oder in meinem Fall schreiben, ich schreibe auch wieder an meinem Buch weiter, wird hoffentlich nächstes Jahr vielleicht fertig. Aber ja, auf jeden Fall bin ich jetzt in der aktiven Phase, aber die ist halt extrem abgeschwächt durch die Medikation und das Ganze, was mir gut tut einfach. Ich bin schon in einem sehr weiten Stadium der Psychose, wo ich mich sogar selbst sagen traue, dass ich nicht mehr in einen schlimmen Schub komme. Die aktiven Schübe, also Minischübe quasi sind es nur mehr, sind zwar auch unangenehm, aber es ist viel besser als die früheren Schübe, das ist viel besser. Also ich will euch damit Hoffnung machen, ich hoffe, es gibt euch Hoffnung, das Video. Vielleicht findet ihr es auch informativ. Egal was ist, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, liked und X-Men, Spaß, abonniert natürlich. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und haut rein, liebe Freunde. Peace out.